Ich begrüße Sie recht herzlich auf der zweiten Session im Instituto Cervantes zu dieser Veranstaltung im Rahmen des Comic Festivals München und freue mich, dass Sie zu uns gefunden haben, trotz des katastrophalen Wetters. Also Glückwunsch, dass Sie hier trocken angekommen sind und wenn nicht, jetzt hier trocken können. Les saludo a nombre del Instituto Cervantes de Múnich a esta charla con el artista, con el señor Munera y el señor Lundstedt, y le felicito por la valentía de no haberse dejado asustar por el mal tiempo en Múnich en estos días. Ich möchte mich zuallererst jetzt mal bei unseren Übersetzern bedanken, die bei der ersten Sitzung mit Herrn Gerra versucht haben, durchzuhalten. Das haben sie auch wunderbar getan, nur die Anlage hat nicht durchgehalten. Das ist ein Riesenproblem, deswegen haben wir uns jetzt entschieden, die Sache konsekutiv zu machen und dazu und dafür auch herzlichen Dank Gloria Dentler und Anna Weiser vom Fremdspracheninstitut der Landeshauptstadt München. Einen kleinen Applaus. Asimismo quisiera dar la bienvenida al señor Munera. José Luis, adelante. José Luis, adelante. Und Herr Lundstedt, Ihnen auch und Herrn Kompa, vielen herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit. Ich möchte natürlich nicht versäumen, den Dank zurückzugeben. Vielleicht habt ihr vorher schon die Möglichkeit gehabt, euch hier ein bisschen die Ausstellung anzugucken. Wir haben im Treppenhaus die Ausstellung zum Comic, zum Quentin Tarantino-Film Django Unchained. Wie man herausgeht, dann vielleicht nicht den Fahrstuhl benutzen, sondern das wunderschöne Original-Artwork von R.M. Guerra anzugucken. Das lohnt sich wirklich. Hier im Saale haben wir Originalseiten aus der Serie Fraternity, die jetzt aktuell beim EHAPA Verlag erschienen ist. Dort sind die Bände auch erhältlich. Da bedanken wir uns sehr herzlich bei José dafür, dass er uns diese tollen Seiten zur Verfügung gestellt hat und dass das auch so unkompliziert ging. Wir haben uns aber auch gleichzeitig noch bei einer anderen Ausstellung unterstützt. Im Künstlerhaus feiern wir unter anderem den 75. Geburtstag von Spirou, von einer franco-belgischen Kultfigur. Und auch dort sind 6 sehr, sehr schöne Originalseiten von José zu sehen, zusammen mit Seiten von Ibi Bravo, sogar ein Original von Franquin ist dort zu sehen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr euch die Ausstellung auch nochmal anguckt und das Comic Festival ist ja morgen noch. Aber schön, dass ihr jetzt schon mal alle da seid und jetzt freue ich mich ganz besonders auf das Gespräch mit José Luis. Tja, erstmal einfach die Frage, wie hat dir München bisher gefallen? Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Yo no esperaba que lloviera tanto. Esperaba que fuera todavía, bueno, que fuera parecido al clima que yo he dejado en España, que era 30 grados y eso. Sehr herzlichen Dank, dass so viele Leute hier so zahlreich erschienen sind. Und ich hätte nicht gedacht, dass es so viel regnen würde wie jetzt hier. Aber es war klar, dass es keine 30 Grad haben würde, so gut Spanien. Yo vengo del sur de Granada, que es un sitio donde en cada casa es obligatorio tener un cuarto de baño y una piscina. Ich komme aus dem Süden von Granada, wo es üblich ist, dass man ein Badezimmer hat und eben auch einen Swimmingpool. Alles klar, das freut uns. Gestern hatte ich ein Gespräch mit Milo Manara und ja Gott, ich war nicht wirklich überrascht. Er sagte, er hat erst mit 20 angefangen, Comics zu lesen und ist dann auch erst angefangen, eben Comics zu zeichnen. Bist du mit Comics groß geworden? Bueno, yo empecé a leer, te veo, y a dibujarlo desde muy, muy pequeño. Also ich habe schon von klein auf, schon mit ganz jungen Jahren angefangen, Comics zu lesen und auch Comics zu zeichnen. Con los cómics de humor españoles que se publicaran, que se publicaban allí, que se encuadraban dentro de lo que se llama la escuela brujera. Mit den spanischen Comics für Kinder, die sich... Que se pertenecían a lo que se llamaba la escuela brujera, que era el equivalente... Mystik oder so etwas hier in Alemania. Mit Comics, die. Whatever. Y después leía TVO Disney también. Danach las ich auch Disney-Comics natürlich.
hasta que me convertí definitivamente en Geek de los Trevero. Bis ich dann zum Schluss zu einem regelrechten Comic-Geek geworden bin. Así que cuando acabé el instituto, hice, estudié Bellas Artes. Als ich dann mit dem Gymnasium fertig geworden bin, fing ich dann an, Kunst zu studieren. Y viendo que tampoco la pintura era lo mío, decidí intentar dedicarme profesionalmente a hacer cómics. Und als ich dann merkte, dass die Malerei, die klassische an sich, auch nicht das meine war, habe ich angefangen, mich den Comics zu widmen. La cuestión es que en España en aquel momento no había donde publicar. Und damals gab es aber leider in Spanien noch keine Möglichkeit zu publizieren. Así que ni corto ni perezoso me fui directamente a Barcelona, a Angoulême en Francia, que para mí era un poco el dorado, la capital de los Trevero. Und so ging ich dann direkt nach Angoulême, was also nach Frankreich, was für mich das Eldorado der Comics damals darstellte. Y allí tuve la inmensa suerte de encontrar a otro joven imbécil como yo. Und dort hatte ich das große Glück, einen anderen Verrückten wie mich zu treffen. Que se llamaba Johannes Spahn. Eben Johannes Spahn. Hoy en día este tipo es muy famoso, pero entonces era un imbécil como yo. Heute ist er sehr bekannt, aber damals war eben ein Verrückter wie ich einfach. Yo sigo siendo un imbécil y él es director de cine, entre otras cosas. Ich bin immer noch ein Verrückter und er hat es eben geschafft. Y juntos empezamos a trabajar en una serie que fue un absoluto desastre, tanto económico como artístico, que se llamó Los Potamos. Und da haben wir eben die Serie die Potamos zusammen gemacht, die künstlerisch und wirtschaftlich gesehen ein Desaster war. Pero que nos permitió empezar a entender los mecanismos del oficio, de la profesión. Aber dadurch konnten wir die Mechanismen und die Basis dieses Berufs des Comiczeichners, des Comicsentwerfens, kam mir ein Zugang dazu. Bueno, la serie no duró mucho, duró solo tres álbumes y el editor me despidió. Die Serie ging nur über drei Albums und der Leiter hat mich eben dann, ich wurde gegangen. Yo no me desanimé. Aber ich habe mich dafür nicht unterkriegen lassen. Así que seguí intentándolo y conseguí seguir publicando. Und so habe ich es immer wieder versucht und habe es zum Schluss geschafft. Así publiqué la serie Merlin en Largo, también con Johannes Farr. Und so habe ich auch die Serie Merlin, auch mit Johannes Farr, in Largo rausgebracht. Carlsen in Alemania. In Deutschland Carlsen. Y otra serie de cosas, hasta que un buen día yo estaba durmiendo la siesta. Bis ich eines Tages Mittagsschlaf gehalten habe. Y mi hija pequeña llegó con el teléfono diciendo que me llamaba. Und meine kleine Tochter kam mit dem Telefon in der Hand und sagte mir, dass mich jemand anruft. Normalmente me parece horrible que a alguien le interrumpa la siesta. Eigentlich finde ich es sehr furchtbar, wenn man beim Mittagsschlaf gestört wird. Pero en este caso era la llamada de la suerte. Aber in dem Fall war es der Ruf des Glücks. Porque el que me llamaba era el director literario de las ediciones Dupuis. Denn derjenige, der mich angerufen hatte, war der Leiter des Verlags Dupuis. Que son quienes publican en Bélgica Spirou y Fantasio. Das sind diejenigen, die in Belgien Spirou und Fantasio herausbringen. No sé por qué razón ese señor me estaba llamando para preguntarme si me interesaba ocuparme de los personajes de Spirou y Fantasio. Ich konnte zwar nicht verstehen, warum, aber dieser Herr bat mich darum, fragte mich, ob ich interessiert sei, eben diese zwei Charaktere, Spirou und Fantasio, zu zeichnen. Me desperté muy, muy rápidamente. Ich wurde sehr schnell wieder wach. Y por supuesto respondí que sí. Und natürlich sagte ich ja. Y así fue como me pasé cuatro años dibujando las aventuras de estos simpáticos personajes. Und so kam es, dass ich vier Jahre lang die interessanten Abenteuer dieser zwei Figuren zeichnen durfte. La experiencia no fue sencilla, porque se trata de un compromiso editorial muy grande. Dieses ganze Erlebnis war nicht ganz einfach, denn es handelte sich um einen sehr großen Verlag, um eine sehr große Sache.
No es que no fuera sencilla, es que fue una puta pesadilla. Es war nicht nur einfach nicht einfach, sondern es war unglaublich eine Höllenarbeit. Porque en aquel momento la editorial fue absorbida por otra editorial y se desencadenaron toda suerte de luchas internas en el interior de la casa. Denn der Verlag wurde von einem größeren Verlag aufgekauft und es entstanden dadurch interne Konflikte und es gab sehr viel innerliche Komplikationen zwischen ihnen. Muy difícil. Claro, yo me ocupaba del personaje referente de la casa. Ich habe mich natürlich auch noch um den das Aushängeschild des Verlags gekümmert mit Spyro Fantasia. Y cada nuevo director que llegaba, y llegaron seis, tenía ideas nuevas sobre qué hacer con los personajes. Und jeder neue Leiter, der ankam, und das waren sechs an der Zahl, hatte neue Ideen, wie sich das Ganze zu entwickeln haben sollte. Así que fue extraordinariamente complejo. Also war es außergewöhnlich komplex. Sin embargo, el hecho de hacer la aventura de Spyro y Fantasio me puso en el mapa como dibujante. Empecé a existir como dibujante. Mit Spyro y Fantasio gelang es mir, mehr in den Mittelpunkt zu rücken als Zeichner und mich da zu entwickeln. Y me hizo ganar mucha pasta. Und dadurch habe ich natürlich auch gut Geld verdient. Así que fue una experiencia positiva en términos generales. Und so war es natürlich im Allgemeinen gesehen ein sehr positives Erlebnis. Gracias a Spyro y Fantasio pude después hacer otras cosas más personales, otros proyectos más arriesgados. Und dank Spyro und Fantasio ist es mir gelungen, meine eigenen persönlicheren Werke machen zu können. Como por ejemplo el juego de la luna. Wie zum Beispiel das Zeichen des Mondes. Que es una novela gráfica en blanco y negro que probablemente no hubiera podido hacer si no hubiera tenido la experiencia de Spyro previamente. Das ist ein schwarz-weiß Graphic Novel, was ich höchstwahrscheinlich ohne die Erfahrung bei Spyro und Fantasio nicht hätte machen können. Los dos álbumes de Fraternity, los que están aquí expuestos, que también te veo relativamente difícil. Und wie zum Beispiel auch die zwei Bände von Fraternity, die hier auch ausliegen, das wäre auch sehr schwierig geworden. Y finalmente entrar en contacto con un guionista como Jean Dufo, con el que trabajo ahora en una serie que en alemán se llama Sauber. Und auch eine neue Serie, die ich gerade angefangen habe mit Jean Dufo, der Comic heißt in Deutsch Zauber. Y ya está. Siguiente pregunta, por favor. Ja, das kommt mir etwas vertraut vor, was hier passiert ist. Wir haben neben Erwin Guerra zu Gast, der ist zwar gebürtiger Jugoslawe, aber der lebt schon eine Weile in Spanien. Und als er mir die erste Frage beantwortet hat, da fing er quasi auch bei seiner Kindheit an und war dann eine Viertelstunde später in der Gegenwart angekommen. Vielen Dank schon mal für diese tolle Einführung und ich habe auch überhaupt nichts dagegen, wenn ich mich hier einfach zurücklehnen kann und mir seine tollen Geschichten anhören kann. Das ist wirklich super. He tratado de ser muy sintético. Ich versuche sehr falsch. Nö, musst du nicht. Bitte. So ausführlich wie nur eben möglich. Aber was mir eben auffiel, das schien mir auch die typische Erfolgsgeschichte eines spanischen Comiczeichners zu sein. Dieser muss anscheinend meist erstmal ins Ausland gehen, um dort Erfolg zu finden. Und dann findet er wahrscheinlich auch Anklang im eigenen Land. Warum ist das so? Sí, en España hay una enorme creatividad, pero muy poca industria editorial. En España gibt es ein hohes Potenzial an Kreativität, aber nur sehr wenig Industrie, die diese dann umsetzt. Y siempre hemos exportado muchos dibujantes. Siempre hemos exportado. Also, wir haben immer schon sehr viele Künstler exportiert. Bueno, de hecho ya en el barroco exportábamos pintores. Während der Barockzeit waren es vor allem Maler. Y ahora exportamos dibujantes. Und jetzt exportieren wir Zeichner. La única manera de hacer de los cómics una profesión es no hacerlo para un editor español. Also die einzige Möglichkeit in Spanien von Comics leben zu können, ist es, wenn man es nicht für einen spanischen Verlag macht. Y el mercado por excelencia en Europa es el mercado europeo, el mercado francés, perdón. Und besonders eben für den französischen Markt. Ja, also ich habe den Eindruck, in Spanien erscheinen viel, viel mehr Comics als bei uns in Deutschland. Und das ist natürlich dann
umso mehr schade, dass davon so wenig Comics von spanischen Zeichnern erschienen sind. Ist das in letzter Zeit etwas besser geworden oder hat sich diese Tendenz sogar fortgesetzt, dass immer mehr Comics aus Amerika und Frankreich bei euch ausgebracht werden? Sí, sí. Claro, bueno, en Francia se publica como aquí todo el material de todo el mundo. Vivimos en un momento en el que tenemos muy fácil acceso a todo lo que se hace. Also in Frankreich werden natürlich auch sehr viele ausländische Comics rausgebracht und wir haben überhaupt allgemein sehr viel Zugang zu allem, was eben rausgebracht wird. In Spanien wird es in Frankreich. En España es parecido. El mercado es pequeño como en Alemania. Pero muy variado, también como en Alemania. In Spanien ist es natürlich ähnlich, es ist auch ähnlich wie in Deutschland. Es werden viele Comics rausgebracht, aber eben sehr vielfältig aus verschiedensten Ländern. En Alemania podéis encontrar TVO de todo el mundo. In Spanien findet man Comics aus aller Welt. Y tenéis acceso a lo mejor de lo que se produce en todo el mundo aquí. Und ihr habt hier in Deutschland Zugang zu den besten Sachen, die so produziert werden weltweit. Que sea Comicbook oder Manga oder TV oder Franco-Belga. Ob es jetzt normale Comicbooks sind oder franco-belgische Comics. Un poco importante. No es lo más importante, la procedencia. Die Herkunft des Comics ist nicht ganz so wichtig. Das stimmt natürlich, das muss gut sein, ne? Das dann hier. Ja, aber trotz allen Nationalitäten eine gewisse Rolle spielt es doch und man war vielleicht doch in Frankreich und in Belgien etwas überrascht, als ein Spanier die Traditionsserie Spion und Fantasio übernahm. Gab es da auch kritische Stimmen? Aunque hubiera sido yo un dibujante nacido en Poitiers. Aunque hubiera sido un dibujante nacido en Poitiers, hubieran, bueno, en Toulouse. Also auch wenn ich jetzt Zeichner gewesen wäre, der in Toulouse oder in einem französischen Ort geboren wäre. Los fans duros de la serie. Die Hardcore-Fans der Serie. Me habrían dedicado los mismos piropos que me dedicaron, aunque sea español. Me habrían dedicado los mismos calificativos, me habrían insultado tan gravemente como lo hicieron. Ja, sie hätten mich genauso beschimpft oder kritisiert wie jeden anderen auch. Also egal wo man herkommt, man kriegt immer Kritik von den Hardcore-Fans. Ja, aber anscheinend nicht aus nationalistischen Gründen. Das zeigt ja, dass Comic-Leser durchaus tolerante, aufgeschlossene Menschen sind. Ich weiß jetzt nicht, warum da gelacht wird, aber ich muss ja selbst ein bisschen lachen. Das ist ja egal. Trotz allem, ich fand es bemerkenswert, das erste Spirou-Album, was du gezeichnet hast, ne, das spielte ja in Paris, da war Paris überschwemmt. Da hatte ich doch den Eindruck, man hat versucht, das so französisch wie möglich zu machen, wo man jetzt einen spanischen Zeichner hat. Hat es vielleicht solche Überlegungen gegeben? Bueno, no solo por eso, también porque yo soy un dibujante realmente muy francés, por mis influencias. Ja, nicht nur deshalb, sondern ich bin auch an sich ein sehr französisch geprägter Zeichner, einfach durch meine Einflüsse. Yo pienso que la cultura no tiene nacionalidad. Y uno puede ser, haber nacido en Essen y sin embargo tener una cultura muy anglófila o muy francófona o muy españófila. Hispanófila. Also ich denke, dass die Herkunft gar nicht so viel ausmacht. Man kann durch Prägung, also eine, egal wo man herkommt, eine sehr englisch oder französisch oder auch spanisch geprägte Kultur haben. Also esto es una de las cosas que a mí me maravilla de los libros, que nunca sabes dónde van a terminar. Und das ist etwas, was mich an den Büchern sehr funktioniert, weil man fasziniert, weil man nie weiß, wie sie im Endeffekt worauf hinausläuft. Tú puedes hacer un libro en tu casa o donde sea y al final ese libro viaja y esa historia va al mundo. Du kannst zu Hause sitzen in deinem Zimmer und die Geschichte anfangen und die Geschichte endet irgendwo auf der Welt und du reist mit der Geschichte. Y de la misma manera, las influencias de las que yo me nutro no son necesariamente las de mi vecino. Und die Einflüsse, die für mich am wichtigsten waren, sind nicht unbedingt die meiner Nachbarn. Así que, sinceramente, en un mundo como el que vivimos ahora, totalmente abierto, en el que tenemos
acceso total a todo lo que se hace fuera. Und eben gerade in einer Welt, wie der, in der wir leben, wo wir einfach Zugang haben zu Werken aus der ganzen Welt, es difícil hablar de nacionalismo gráfico o de influencias nacionales, de escuelas nacionales. Und deshalb finde ich es schwierig, davon zu reden, dass man von seinem Land geprägt ist, also wenn, gerade wenn es ums Zeichnen geht. Und ja, das ist sicherlich, bedeutet sicherlich viel Ruhm und Ehre, wenn man Zeichner einer so eingeführten und so beliebten Serie wie Spiro und Fantasio wird, aber es hat sicherlich auch seine Nachteile. Wie hast du es empfunden, als du mit einmal nicht mehr der Zeichner von Spiro und Fantasio warst? Oder auch, wie ist es kommuniziert worden? Das würde mich auch mal interessieren. Bueno, intentaron despedirme cuatro veces. Also sie haben schon viermal versucht, mich zu feuern. Pero como tengo mucha experiencia en despido, como tengo mucha experiencia intentando ser despedido. Aber ich habe schon sehr viel Erfahrung, wenn mich Leute feuern wollen, ich den Hund genug. No, pero sí. Sie haben es nicht geschafft. La verdad es que por una parte me sentí triste de abandonar el personaje. Also einerseits habe ich mich natürlich traurig gefühlt, die Figuren hinter mir zu lassen. Por lo que significa hacer un personaje de esa importancia. Vor allem, weil es aus dem Grund, was es eben bedeutet, so eine wichtige Figur zu kreieren. Por la pasta que ganaba. Und auch für das Geld, das immer rausgesprungen ist. Pero también me sentí muy liberado. Aber ich habe mich auch sehr befreit gefühlt. Porque ya no tenía que rendir cuenta al propietario de nada sobre lo que estaba haciendo. Weil ich jetzt niemanden mehr, keinem höheren Chef oder mehr beantworten muss oder ihm das so machen wollte, also zurecht machen musste, wie er das haben wollte. Also ich war frei, konnte meine eigenen Sachen. Porque podía, ya, a lo que yo hago ahora es que hago un libro. Y al editor que le interesa lo publica, pero el libro es mi propiedad y es mi responsabilidad. Weil jetzt mache ich es eben so, dass ich mein Werk selber erschaffe und denjenigen, den es interessiert, der kann es herausbringen, aber es ist mein Buch, es gehört mir. Y esto es una libertad maravillosa. Und das ist eine wunderbare Freiheit. Doch noch kurz eine Spiro-Frage. Wir haben ja auch den aktuellen Spiro-Zeichner Johann zu Gast und dieser wird jetzt wohl in seinem nächsten Album auch wieder die Figur des Masopilamis zeichnen dürfen. Und wäre das für dich auch noch ein Anreiz gewesen? Oder bedauerst du das, dass du das Masopilami nicht zeichnen durftest, weil das damals eben nicht Mitglied dieser Serie war? Bueno, yo no lo dibujé porque entonces el Masopilami era propiedad de una empresa. Ja, ich konnte damals das Masopilami nicht zeichnen, weil es Teil eines anderen Verlags war. Y ahora ha vuelto a ser propiedad de la editorial que ha comprado los derechos. Und jetzt gehört es eben wieder zu dem Verlag, der die Rechte gekauft hat dafür. A mí me hubiera gustado interpretarlo en cierto modo. Es hätte mich schon gereizt, das Masopilami zu interpretieren auf gewisse Art. Pero bueno, tampoco pasa. Aber mein Gott, so ist es halt. Ja, hier im Raum hängen Bilder aus der Comicserie Fraternity. Die hat Cuba Diaz Canales getextet, das ist auch der Autor der Reihe Black Set. Der war auch vor zwei Jahren bei uns auf dem Comic Festival zu Gast, ist auch selbst ein Zeichner. Kannst du uns ein bisschen was erzählen, denn der Band ist jetzt ja erst vor wenigen Tagen bei Erbe erschienen, worum es in dieser Serie geht. In Angoulême wurden die Seiten in einer Kirche ausgestellt. Es muss anscheinend einen gewissen religiösen Zusammenhang geben. Magst du da was vielleicht noch sagen über religiöse Aspekte in Fraternity? Bien, no hay un componente religioso explícito en Fraternity. Also in Fraternity gibt es keinen expliziten religiösen Charakter. Sin embargo, fue elegida por los protestantes franceses como el libro del año. Trotzdem wurde er von französischen evangelischen als Comic des Jahres gewählt. Lo que incide en lo que hablamos de que los libros viajan, no solo viajan físicamente de un país a otro, sino que las lecturas que generan también pueden ser muy sorprendentes. Y pues, bueno. Also, ich hatte vorher schon gesagt, dass die Comics auch reisen auf eine gewisse Art und Weise, und das tun sie nicht nur physisch, sondern eben auch mit dem, was dann dabei rauskommt.
Fraternity es un libro que trata de una comunidad utópica. Es geht um eine utopische Gemeinde in Fraternity. Que se basa en experimentos utópicos que realmente tuvieron lugar en los Estados Unidos en el siglo XIX. Und es basiert auf tatsächlichen Experimenten, die wirklich stattfanden damals im 19. Jahrhundert in Nordamerika. El segundo volumen no ha aparecido todavía, pero ya adelanto que el experimento fracasa. Der zweite Band ist noch nicht rausgekommen, aber ich kann Ihnen jetzt schon mal sagen, dass das Experiment fehlgeschlagen ist. Si no, no sería una utopía. Sonst wäre es ja keine Utopie. Es como el euro. Wieder Euro. Hay un personaje, Roger McCormack, que se supone que es un industrial irlandés que ha conseguido ganar mucho dinero. Es gibt dort eine Figur, die heißt McCormack, der soll ein irischer Industrieller sein. Que compra un terreno en Estados Unidos, la tierra prometida, el nuevo mundo. Der hat sehr viel Geld gemacht und er kauft ein Grundstück in der neuen Welt, in Amerika. Para crear una forma de sociedad precomunista idealizada. Um eine idealisierte präkommunistische Gemeinde zu gründen. La historia que contamos en Fraternity es la historia del fracaso. Und in Fraternity erzählt ihm die Geschichte des Scheiterns dieser Figur. Hay un pequeño elemento fantástico que para nosotros tiene un componente metafórico que representa la naturaleza y el hombre natural, vamos por decirlo de una manera. Es gibt ein fantastisches Element auch in Fraternity und das ist von seiner Metapher für die Natur, für die menschliche Natur. Que interviene también dentro de la dinámica de esta sociedad utópica que está abocada al fracaso. Die auch Einfluss nimmt auf diese Gemeinde, die eben dabei ist zu scheitern, auseinanderzubrechen. Junto con Díaz Canales, el guionista, intentamos hacer un cómic que no fuera demasiado explicativo, en el que las cosas se intuyeran más que se contaran. Zusammen mit Díaz Canales möchte ich eben eine Geschichte erzählen, die nicht so sehr sich selbst erklärt, sondern eher interpretiert werden möchte. Y nuestra idea no es juzgar ese tipo de iniciativa, sino simplemente presentarla. Und es geht uns nicht darum, diese Idee zu verurteilen, sondern einfach das vorzustellen. Ja, Canales ist selbst ja auch ein sehr, sehr guter Zeichner. Wie man hier auch gesehen hat, der hat die Figur des Black Sets fast so gut im Griff wie der Zeichner, wie Bonito. Und die bei der Zusammenarbeit, da beschränkt er sich darauf, das einfach in Schriftform niederzulegen oder hat er auch schon Skizzen, Vorzeichnungen, Figurendesign, ist er da auch beteiligt? Sí, trabajar con un guionista que al mismo tiempo es un buen dibujante, una ventaja que es saber aprovechar. Also ja klar, es ist natürlich ein Vorteil, mit einem Autor zusammenzuarbeiten, der selbst auch zeichnen kann. Y en el caso concreto de Fraternity, yo le pedí a Juan que me dibujara su imagen de los personajes. ¿Cómo lo veía? Und im Fall von Fraternity habe ich Juan eben darum gebeten, dass er mir eine ungefähre Skizze, eine ungefähre Idee gibt, wie er sich die Figuren vorstellt. También se puede tener otro tipo de relación cuando la persona con la que trabaja conoce la sustancia del dibujo, el tipo de diálogo que se establece es diferente que cuando está hablando con una persona que no conoce también eso entre sí. Es ist natürlich auch ein ganz anderes Arbeiten und ein ganz anderer Dialog, den man mit jemand hat, der das eigene Handwerk kennt, als eben mit jemand, der vom Zeichnen an sich jetzt wenig Ahnung hat. Con el inconveniente de que ve todos los defectos. Natürlich auch mit dem Nachteil, dass er auch alles sieht, was vielleicht nicht gut ist. Así que yo le enviaba siempre las páginas en muy baja resolución. Und so habe ich ihm immer die Bilder mit sehr geringer Auflösung geschickt. Sicherlich clever. Werdet ihr weiter zusammenarbeiten? Sí, supongo que sí. Das ist natürlich funktioniert, oder?
cómo funcionó. Sí, sí. No, Juan es un tipo sumamente inteligente. Realmente una de las personas más inteligentes con las que me he topado en la profesión y muy, muy respetuoso. Ja, also Juan ist ein sehr, sehr intelligenter Mitarbeiter, also einer der intelligentesten, mit denen ich zusammenarbeiten durfte und sehr respektvoll auch. Nee, das ist ja großartig. Dann wollte ich gerne wissen, woran du jetzt als nächstes arbeitest. Nach zwei Bänden ist, glaube ich, Fraternity abgeschlossen. Planst du vielleicht eine Serie, die sich länger hinzieht, oder möchtest du lieber immer wieder in sich abgeschlossene Geschichten gestalten? Sí. Bueno, ahora mismo estoy trabajando en una serie con Jean Dufaux. Also im Moment arbeite ich gerade an einer Serie mit Jean Dufaux. Que en principio tendrá cuatro álbumes. Die eigentlich vier Alben umfassen sollte. Pero Jean Dufaux es un guionista que empieza y no se sabe cuándo acaba. Aber er ist ein Autor, bei dem man nie weiß, er fängt an zu schreiben und weiß nie, wann er aufhört. Así que normalmente tendrá cuatro. Estoy centrado en ese trabajo. Después realizaré un peplum fantástico con guion de Jan David Morvan. Un peplum fantástico, una historia de griego. Und danach möchte ich noch eine griechische Geschichte zusammen. Un peplum? Ah, Jan David Morvan. Mit Jan David Morvan. Y pensamos también hacer una segunda parte al Juego de la Luna. Und wir möchten auch gerne noch einen zweiten Teil zu das Zeichen des Mondes machen. Ja, ich werde gleich euch die Möglichkeit geben, vielleicht noch einige Fragen an Herrn Nguera zu stellen. Aber, und das haben wir eben auch gemacht bei Nguera. Und da war eine sehr, sehr interessante Frage, die ich dir jetzt auch stellen möchte. Wie teilst du dir deine Arbeit ein? Wie sieht dein Arbeitstag aus? Wann fängst du an? Wann nimmst du auf? Ist das geregelt oder wird einfach drauf losgezeichnet? Sí, yo soy muy riguroso con los horarios. Also ich bin sehr streng mit den Meridianen, am Stundenplan. Me suelo levantar a las 6 de la mañana. Ich stehe um 6 Uhr morgens auf. Trabajo hasta las 8. Und dann arbeite ich bis um 8. Después preparo los desayunos para mi familia. Dann mache ich das Frühstück für meine Familie. Lo al colegio, tengo 3 hijas. Ich habe 3 Töchter, die schicke ich dann in die Schule. Y trabajo hasta el mediodía. Und dann arbeite ich bis zum Mittag. ¿Cómo? Dann esse ich. Duermo la siesta. Dann halte ich meinen Mittagsschlaf. Trabajo otro ratito. Und dann arbeite ich noch mal ein bisschen. Y limpio la piscina. Und dann säubere ich den Swimmingpool. Tja, ich habe euch vielleicht eine Frage. Bitte benutze das Mikrofon, wenn nicht. Ne? Gibt es Fragen? Nö, hat sich keiner was. Oder kommt es nach? Gut. Gut. Dann machen wir den Schmack. Geht das? Ja, bitte. Das heißt, du arbeitest von zu Hause aus? Sí, sí. Lo cual tiene tantas ventajas como inconvenientes. Also ja, das mache ich und das hat auch genauso viele Vorteile wie Nachteile. Las ventajas son evidentes. Also, die Vorteile sind offensichtlich. Puedes trabajar en calzoncillo. Man kann stromsockig arbeiten. Usas tu propio cuarto de baño. Du kannst dein eigenes Badezimmer benutzen. Pero también tiene muchos inconvenientes. Aber es gibt auch viele Nachteile. Por ejemplo, el vecindario, como ve que estás todo el día trabajando en casa, suele dejarte los niños que se ponen mal. Die ganze Nachbarschaft sieht ja, dass du von zu Hause arbeitest und sie neigt dann dazu, immer die kranken Kinder bei dir vorbeizuschicken. Hast du Experimente unternommen mit Ateliergemeinschaften, versucht mit anderen Zeichnern zusammen zu arbeiten? No, realmente no. No, soy un lobo solitario. Nein, natürlich nicht. Ich bin ein einsamer Hund. Ja, eine Sekunde bitte. Yo al español, por favor, translate. Siempre se habla del dibujante y del guionista, pero creo que el colorista es parte muy importante, por ejemplo, en Fraternity. ¿Por qué no se le da la importancia que tiene ya Solan, la importancia que tiene el colorista? Ja, also man spricht ja immer vom Zeichner und vom Autor, aber ich denke, dass der Kolorist auch ein sehr wichtiger Bestandteil ist, gerade eben auch bei Fraternity. Was sagst du dazu?
Sí, es cierto. El colorista tiene una importancia esencial en el aspecto final que tiene el libro. Ja, also der Kolorist hat auf jeden Fall eine, ist ein essentieller Bestandteil und ist sehr wichtig dafür, wie der Comic zum Schluss einfach rüberkommt. Finalmente, en mi opinión, los colores no son estrictamente necesarios. Also meiner Meinung nach sind die Farben nicht grundsätzlich wichtig. Also es ist nicht zwanghaft, müssen sie nicht zwanghaft haben. Es decir, un cómic se puede, se debería poder leer también en blanco y negro. Also man kann ihn auch in Schwarz-Weiß verstehen oder lesen. Pero un buen color aporta muchísimo a un Aber eine gute Farbe, eine gute Farbgebung bringt dem Comic sehr viel noch mit. Also es, es bringt noch sehr viel mehr rüber. Yo tengo la suerte de trabajar con un chico que se llama Cedías. Ich habe das Glück, mit einem jungen Mann zusammenzuarbeiten. Cedías. Cedías heißt. Que entiende a la perfección lo que le pido y, y lo ejecuta maravillosamente. Und er versteht perfekt, was ich möchte und er kann es wunderbar ausführen. Ja, ich möchte deinen Koloristen nicht kritisieren, aber ich finde deine, deine Zeichnungen sehen auch in Schwarz-Weiß schon ganz, ganz toll aus. Die stehen wirklich auch auf eigenen Füßen. Könntest du dir auch vorstellen, auf Farben ganz zu verzichten oder sind, ist dir eine Farbgebung wichtig? No pienso que es muy importante, lo que pasa es que es una parte del trabajo que a mí no me interesa tanto, no disfruto tanto. Also ich finde schon, dass es ein sehr wichtiger Bestandteil ist, aber es ist jetzt nichts, was ich speziell genieße oder was mir speziell wichtig ist persönlich. Y para mí disfrutar es esencial. Und für mich ist Genuss esencial. A fin de cuentas, para mí hacerte veo es como tener un juguete infinito. Und für mich ist eben Comics machen, für mich ist es wie ein unendliches Spielzeug. Y la parte de color es un coñazo. Und der Farbteil ist einfach nervig, das ist eine große Herausforderung. Sehr viel Arbeit. Ja, Comics erzählen natürlich auch Geschichten. Und hast du auch Ambitionen als Szenarist und könntest dir auch vorstellen, für andere Zeichner eine Geschichte zu schreiben? Bueno, sí. Sí. La verdad que sí. Ja, doch klar, könnte ich mir schon vorstellen. Pero me siento muy satisfecho trabajando con los guionistas que he trabajado. Con ellos siempre establecí una relación, una dinámica de discusión que me ha enriquecido mucho. Aber ich bin sehr zufrieden mit den Kollaborationen mit den Autoren, die ich jetzt, bis jetzt hatte. Und es hat mich auch immer bereichert, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Du bist jetzt ja schon eine Weile auf dem Comic Festival hier in München. Wie hast du das Festival empfunden und wie hast du die deutschen Fans hier empfunden, für die du ja schon einige schöne Zeichnungen gemacht hast? Bueno, pues un pequeño festival que creo que está hecho con mucho cariño. Also ich glaube, es ist ein kleines Festival, was mit sehr viel Liebe gemacht worden ist. Y en general la experiencia está siendo muy positiva. Ayer me bebí 3 cervezas así de grande. Ich hatte bis jetzt sehr gute Erfahrungen. Ich habe gestern 3 sehr, sehr große Biere getrunken. No sé qué más se me pide. Und ich weiß nicht, was ich noch verlangen soll. Okay. Ja, eine Frage aus Publikum vielleicht noch? Nö, dann würde ich sagen, dann... Hallo. Hallo, da war noch einer. Ja, Nikola. Bitte. Ich wollte wissen, ob Sie noch mit der Hand zeichnen oder wie viele Zeichnungen heutzutage alles auf dem Rechner machen. Was nicht als abwertend klingt. No, bueno, hay una parte del trabajo que se hace a mano, que es la que podéis ver en los originales que están expuestos. Also ein Teil der Arbeit wird per Hand gezeichnet, das ist auch der, den Sie jetzt hier in der Ausstellung sehen können. Estas páginas después se escanean y las trabajo en el ordenador, en Photoshop. Diese Zeichnungen werden dann eingescannt und die bearbeite ich dann später in Photoshop. De manera que al colorista yo le sirvo unas páginas en las que tiene todos los niveles de grises trabajados. Das heißt, der Kolorist bekommt dann eine Zeichnung, in der ich schon die ganzen Grautöne bearbeitet habe. Es decir, toda la luz, la textura de la página está ya en la página que yo entrego al colorista. Also, das ganze Licht und die Textur ist alles schon so vorhanden, die ich ihm schicke. Y luego el color también se hace íntegramente por ordenador. Und die Farbe wird dann später auch per Computer eingefügt. El ordenador es una herramienta maravillosa. Und der Computer ist ein wunderbares Werkzeug.
a condición de que al menos una parte del trabajo sea manual. Aber nur wenn auch eben ein Teil der Arbeit von Hand geschieht. Also die Kombination aus beiden. Ja, da bedanke ich mich ganz herzlich für das interessante und sehr temperamentvoll vorgetragene Gespräch. Ja, und bedanke mich auch bei euch, dass ihr erschienen seid. Die Signiernummern, die habe ich am Anfang der Veranstaltung ausgeteilt. Er zieht sich jetzt gleich in die Bibliothek zurück und wenn er Signatur dann haben möchte und eine Nummer hat, der gesellt sich dann nur noch für 5 Minuten zu Ihnen. Vielen Dank euch allen. Applaus